Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Stalker Clear Sky. Auftrag erfüllt. Geht zur Militärbasis. Okay, dann machen wir das mal so. Wir haben ja letzte Folge ein bisschen randaliert, möchte ich sagen, und haben herausgefunden, dass diese schöne Munition nicht für ein Scharfschützengewehr zu gebrauchen ist. Ja, scheiße. Gut, dafür haben ja wir noch unsere Winter. Das ist ja auch nicht schlecht. Die könnte man ja im Prinzip mit einem, ja, Scharfschützengewehr für mittlere Distanzen vergleichen. Dafür ist es ja immerhin schallgedämpft. So, und wir müssen jetzt die Militärleute aus der Raumanomalie befreien. Dazu haben wir ja das Kompass-Artefakt besorgt. Und jetzt bin ich mal gespannt. Speichern mal kurz. Ob wir das irgendwie hinkriegen. So, als erstes müssen wir ja mal hier mit dem lustigen Kollegen hier wieder ein Wörtchen wechseln. So, ist eine Weile her, seit du das letzte Mal hier warst. Ach, so lang ist es gar nicht. Unsere Jungs stecken schon zu lange in dieser Anomalie fest. Hast du herausbekommen, wie wir sie befreien können? Allerdings, der Förster hat mir die Koordinaten des Ausgangs gegeben, durch den die Söldner aus der Raumblase entkommen können. Ich brauche nun nur einen leistungsfähigen Sender, um mit der Gruppe Kontakt aufzunehmen und ihr die Koordinaten zu senden. In der Militärbasis sollte es einen Sender geben. Die Soldaten wurden von der Emission ziemlich hart getroffen und nur ein Dutzend von was ist jetzt wieder los? Könnt ihr nicht mal Ruhe geben? Ach, der ist tot. Jep, der ist tot. Und der hat leider nichts dabei. Ja, der gute, ich glaube der Joker war es, hat mir ja geschrieben, wenn die Dinger sichtbar sind, dann kann man sie töten. Solange sie unsichtbar sind, nicht. Sieht ja gruselig aus. So, ja, ich möchte weiter mit dir quatschen. Ich brauche nur einen leistungsfähigen Sender, um mit der Gruppe Kontakt aufzunehmen und ihr die Koordinaten zu senden. Das hat er auch schon gesagt. Sie senden alle SOS-Signale aus, weil sie glauben, dass es einen Rettungseinsatz geben wird. Aber ich glaube nicht, dass irgendjemand kommen wird. Sie werden im Tod überlassen, wie immer. Ein Dutzend Soldaten sind noch immer ziemlich gefährlich, selbst nach der Mission. Willst du mir helfen? Ich meine, wir haben doch das gleiche Ziel, nicht wahr? Wir können uns im Moment nicht mit dem Militär anlegen. Tut mir leid, Söldner, diesmal nicht. Aber ich weiß, dass die Freiheitler ein Auge auf die Basis geworfen haben. Sie könnten damit die Kontrolle über die Barriere sichern. Sie können dir helfen. Besonders seit der Kommandant mir noch etwas schuldet. Ich werde das regeln. Danke für den Tipp. Triff dich mit der Einheit der Freiheitler. Christian, hier spricht Hawk. Erinnerst du dich an mich? Das solltest du, weil ich dir vor ein paar Wochen den Arsch gerettet habe. Sicher, Hawk. Was kann ich für dich tun? Du musst diesem Typen hier helfen, zur Antenne bei der Militärbasis zu gelangen. Ich habe gehört, du wärst in der Gegend. Stimmt das? Ja, wir versuchen gerade, die Lagerhäuser zu erobern. Komm her, lass uns zusammen in ein paar Armeeärsche treten. Diesmal nicht, Kostjan. Tut mir leid. Wir dürfen nicht dabei erwischt werden, wie wir gegen die Armee kämpfen. Ich kann dir nur einen Mann schicken. Ein weiterer Finger am Abzug kann sicher nicht schaden. Wir werden auf ihn warten. Söldner, geh zu Kostjan. Er wird dir dabei helfen, den Sender zu erreichen. Ja, wunderbar. Dann haben wir ja schon unser nächstes Ziel. Und es wird langsam wieder Tag. Ach, das ist ja schön. So, und wenn schon mal die beiden Blutsauger hier tot sind. Moment, haben wir das nicht noch, das hatten wir doch als Aufgabe. Töte den Blutsauger. Ach, der lebt noch. Okay. Na, ist ja egal. Wir könnten dafür mal uns ein bisschen in den Häusern umsehen. Vielleicht finden wir ja noch was Interessantes. Da bin ich ja immer offen dafür. So, was haben wir hier? Nichts. Hier haben wir auch nichts. Wie ihr ja mittlerweile wissen
dürftet oder beziehungsweise die, die neu dazugekommen sind. Ich spiele das Ding hier blind. Das ist das erste Mal, dass ich einen Titel blind spiele, eine Stalker-Titel. Wow. What the fuck? Hä? Hä? Sag doch gerade einer. Hey. Hä? 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 Ich kenne mich gerade nicht mehr aus. Wie? Was? Wenn ich da reingehe, dann ist er weg. Dafür liegt ein Tisch da. Was? Was? Hä? Ach, ich werde hier rumgebeamt. Hä? Wenn ihr mal oben auf die Karte guckt, ich werde rumgebeamt. Von dem Haus da drüben in... Hä? Hä? Ich kapier es nicht. Verstehe ich nicht, aber gut. Warum nicht? Und hier gibt es ein bisschen Strahlung. Aber vielleicht ist da unten was Gutes. Ja, da ist die Kiste. Mit nichts drin. Und hier ist ja überhaupt nichts. Super. Hier ist ja gar nichts. Jetzt bin ich wieder hier. So, kann ich da auch irgendwie seitlich rein? Hopp. Ah, der hat was Schönes. Was hat der denn? Das Teil ist auch nochmal so viel wert. Ah, ist das geil. Aber sieh dir mal an, das ist komplett gleich aufgebaut hier. Auch mit so einem Keller. Ah, und diesen. Hier ist ein Rucksack. Nehmen wir doch. Ist aber nichts drin. Verflucht. Schade. Ich dachte, vielleicht könnte hier schon was drinnen sein. Aber gut. Ist dann wohl nicht so. So, gibt's hier sonst noch was in dem netten Häuschen? Sieht nicht so aus. So, wir haben da drüben noch ein Versteck. Das nehme ich noch mit. Oh, und hier gibt's Feueranomalie. Es ist heiß. Es ist ganz schön heiß. Moment, ich packe mal kurz meinen Detektor aus. Nee, also Artefakt gibt es hier schon mal nicht. Aber hier drin gibt es ein Versteck. Das hätte ich gerne. Was sagt denn der PDA dazu? Bin ich denn hier? Kiste im Ofen. Ich habe eine kleine Kiste in einem Ofen in einer verfallenen Hütte deponiert. Dort bringe ich all meine Sachen hin. Das klingt gut. Der Ofen, gut, dürfte hier beim Kamin sein. Schauen wir mal, ob wir hier nicht irgendwie reinkommen. Ach, vor den Fenstern sind überall diese Anomalien. Ich komme da gar nicht durch die Tür. Hm. Doch, sieht okay aus. Hier scheint mal keine Anomalie zu geben, auch wenn hier die Luft so rumwabert. Na gut, probieren wir es. Heiß, 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 alles nehmen. Heiß, 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 heiß. Hat sich das jetzt ausgezahlt? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber wir haben das versteckt, immerhin. So, dann, was wollte ich denn noch? Da gibt es noch ein Versteck. Rucksack unter Baum. Das möchte ich mir auch gern holen. Und vielleicht treffen wir ja unterwegs noch den einen Blutsauger. Vielleicht überleben wir es sogar. Schauen wir mal. So, hier war ja das letzte Mal einer. Und hier ist auch eine Hütte. Schauen wir mal rein. Ah, kleine Versorgungskiste.
Ist aber nichts drin. Hier was? Nein. So, hier ist ein Schlafzimmer. Gemütlich. Bei Blutsauger sehe ich hier gerade im Moment mal keine. Da schauen wir mal rüber. Also entweder er lebt noch oder er lebt nicht mehr. Hallo. Hallo. Ich sehe da doch was glitzern. Da direkt über dem Korn. Das ist er sicher. Hahaha. Die sind ja gar nicht mal so schwer. Na gut, hat aber auch knapp 20 Schuss gekostet. Bin nur froh, dass die Knarre so schnell schießt. Finde die Verbesserung. Ja. Aber ich möchte noch das Versteck haben. Versteck, 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 Versteck. Gibt's hier noch was Schönes? Nein. Gibt's wieder böses Heiß? Heiß, 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 heiß. Wo ist es denn? Da, vorne. Ich höre Geräusche. Wird geschossen mit einer MG, wenn ich das richtig höre. So, wo ist hier? Versteck, Versteck. Versteck, Versteck, Versteck. Ah, hier. Super. Ja, ein paar Schuss. Naja, all mein Zeug. Ich höre ein MG, da läuft jemand in der RPK rum. Ach, ich will die haben. Was könnten die da sein? Mutant, Mutant. Ich gehe da mal rüber. Ist hier ein Labyrinth? Ja, Labyrinth. Ich gucke da trotzdem mal rüber kurz. Hat da jemand einen RBK? Von euch? Nee, nee, nee. Ich sehe mal keine. Wir könnten uns unterhalten, wenn du die Waffe einsteckst. Ja, Ruhe. Gib mir einen Wodka. So, was ist mit dir da? Du hast mir zugewunken. Nö. Hat er natürlich nicht. Ach, geht mal weg. Oh, die Frame Rate, die spinnt hier gerade. Schön, Strahlenmedikamente. Ah, dann plündern wir hier gleich auch noch mal ein bisschen, wenn wir schon hier sind. So, gibt es hier oben auch was? Normalerweise gab es hier oben immer was. Scheint diesmal aber nicht so zu sein. So, und da schauen wir noch mal kurz da rein. Eine Kiste. Hier gibt es aber auch nichts. Da ist noch eine Kiste. Jackpot. Yeah. Haben wir hier noch was Schönes? Nein. Okay, ich sehe da vorne noch eine Leiche, die will ich noch plündern. Ein paar Leichen. Vielleicht hatte ja von denen einer eine MG. Der hat nur Wodka. Ich höre Hundis. So, hier mal Granätchen. Noch ein Granätchen, so. Na komm, eins geht noch. Oh, haben wir ja genug. Boah, die Framerate, die spinnt hier gerade total rum. Ich kann gar nicht ordentlich zielen. Es tut mir leid.
keine Pseudo-Pseudo-Hunde, sondern richtige Pseudo-Hunde. So, einer ist noch übrig. Und dann räumen wir die letzten Stalker hier aus. War jetzt auch interessant. Ich habe die Taste schon längst losgelassen. Ach, was packt denn hier die Framerate so rum? Das ist nicht schön. Ja, ich treffe den gar nicht. Hilfe. Moment, dann nehme ich jetzt mal einfach. Hier. Die benutzt ja AK-Munition. Ach, das ist ja praktisch. Ach, komm her. Du blödes Vieh. Oh, jetzt muss ich gleich niesen. Ha. 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 Oder doch nicht? Ah, komm doch her, du. Blödes Vieh. Duh. Ist ja furchtbar. Ach, die Framerate, die macht mir ja 10 Frames, das ist doch... So, jetzt bin ich hier wenigstens auf 17, 18. Das ist doch unspielbar hier. Ja, furchtbar. Wo ist das Vieh? Ich sehe ihn nicht. Hier ist er. Ah. Na, endlich. So. Ah. Die Framerate, die buggt hier rum. Das ist echt nicht mehr schön. So, ja, ich würde gern diesen jetzt... Ah, nee, so. Ach, der hat gar nichts. Die haben seine komplette Ausrüstung gefressen. So, der? Hat der noch was Schönes? Nein, auch nicht. Und hat der noch was Schönes? Ja, super. Ach so, was ich ja mal tun wollte. Hau weg die scheiß Gitarre, da kannst du Gitarre spielen. Ich habe mich nämlich mal ein bisschen informiert. Und das Teil ist eigentlich nur für eine kleine Mission, wo ein Wächter einfach einen sagt, hey, bring mir meine Gitarre wieder. Ja. Und jemand eine Gitarre wiederbringen, dann bekommen wir vielleicht 200 Rubel dafür. Dafür schleppe ich das Teil jetzt auch nicht jahrelang mit mir rum. So. Führt uns hier raus. Ja, bin doch dabei. So, was wir aber mal tun werden, ist jetzt, wer hat denn jetzt die MG? Weiß ich immer noch nicht. Nein, was ich jetzt mal tun werde, ist zu der Militärantenne da gehen. Mann, steck die Waffe ein. Steck sie doch selber ein. Das werden wir jetzt mal tun gehen. Lalalala, dürfte da drüben bei der Freiheitsbasis sein. Ist aber interessant jetzt zu erfahren, dass die eigentlich noch gar nicht eingenommen ist. Und da liegen doch jede Menge Leichen rum. Das ist schön. Ich liebe Leichen plündern. So, hier gibt es noch eine schöne Kiste. Wieder nichts drin. Mann. Hier ist auch nie mehr was drinnen. So, was hast denn du Schönes dabei? Ja, Granate nehme ich mit. Munition nehme ich mit. Das nehme ich auch mit. Super. Da liegt der nächste. Ah, der hat auch noch schöne Munition. Komm, mal entladen und fallen lassen. Moment, wo ist denn das Teil jetzt? Das Teil ist noch komplett in Ordnung. Ich laufe mal eine Runde mit einer SIG rum. Das Teil ist noch komplett in 100%igen Zustand. Da
Das findet man auch nicht oft. So, der hat eine Granate und hier noch ein bisschen Munition und hier noch eine schöne Knarre. Boah, jetzt habe ich schon zwei von denen. Vor allem, die sind so viel wert, die aufgerüsteten. Der hat auch noch eine Knarre. Oh Mann, ich würde hier am liebsten alles mitnehmen, alles. Ist doch nicht normal. Ich würde am liebsten wirklich alles mitnehmen. Oh, der hat ein Scharfschützengewehr. Ah, mit Munition für Scharfschützengewehr. Ah. Das Teil ist doch in Ordnung. Das Teil ist noch 100% in Ordnung. Ah. Yes. Wie geil ist das denn bitte? Komm, da scheiße ich doch da drauf. Wie geil ist das denn bitte? Oh, das Teil ist noch 100% in Ordnung. Yes! Das ist nämlich auch nicht wenig wert. Und wir haben jetzt ein Scharfschützengewehr dabei. So, ich werde aber mal kurz auf die da umsteigen. Und da liegt auch noch einer. Mann, hier liegen viele Leichen rum. Aber warum meine Framerate hier gerade so rumspackt, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Junge, pack die Knarre weg. Ach, der hat das MG. Das hätte ich gern. Naja, naja, naja. Wow, wow, wow. Hier, böse, böse, böse Strahlung. Böse Strahlung, böse Strahlung, böse Strahlung. Was ist denn hier los? Rotgar. Da los. Total die üble Strahlungswerte. Gehe ich eben außen rum. So, dann gehen wir mal zur Basis der Freiheit. Da ist wieder eine Kiste. Scheint auch versteckt zu sein. Und hier kräuselt wieder der ganze Bildschirm. Ich sehe hier aber Psi-Anomalie-Kacke. Söldner, wir stecken beim Hauptquartier fest. Die Typen von der Armee haben sich verschanzt und können das gesamte Gebiet überblicken. Wir können uns nicht bewegen. Hilf uns, das Hauptquartier zu erobern. Ausschwärmen! Haltet Abstand für die Angriffe! Was, das Hauptquartier erobern? Meine Leute sind bereit. Wir stürmen auf dein Signal in den Kampf. Was? Wer will irgendwo hinstürmen? Hey, was machen die denn? Hey! Ich habe gerade überhaupt keine Ahnung, was gerade abgeht. Ja, so wie es aussieht, versuchen die das hier zu erobern, aber... Hä? Hast du schon alleine angefangen? Worauf warten wir denn? Ja, ich bringe mich hier mal in Deckung. Oh. Nur eine Sache. Dürfen wir schon anfangen oder bist du einfach nur langsam? Ja, fangt doch an, wenn ihr wollt. Ja, von mir aus so viel, wie ihr wollt. Abschied. Hey, Freundchen, bist du dabei oder nicht? Ja, ich werde euch mal mit meinem Scharfschützengewehr unterstützen. Nur eine Sache. Dürfen wir schon anfangen oder bist du einfach nur langsam? Ja, fang halt an. Kannst du doch, so viel du willst. Ich nehme die auf jeden Fall mit. Bist du dabei oder nicht? Hier, das wird der Verdauung Beine machen. Au, 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 au. Nicht mich schieben. Ah. Au, 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 au. Nicht Granaten werfen. Granaten werfen sehr, sehr böse. Nein, ach, ihr blöden Hunde. Die immer mit ihren Granaten, das ist wirklich schlimm.
Das war mit den anderen Stalker-Teilen nicht so. Da haben die auch mal Granaten daneben geworfen. Aber die werfen hier ja die Granaten. Das ist ja furchtbar. Das ist wie ein Mörserbeschuss. Ah, so mal. Schöner Saft. So, dann stürmen wir wieder hinterher. Freundin, bist du dabei oder nicht? Ja, jetzt gib mal Ruhe. Ich kümmere mich schon um die. So, werden wir mal kurz mein Sniper-Gewehr schaffen. Ach, der steht da so blöd. Da geht doch nochmal wieder den Panzer. Nur eine Sache. Willst du schon anfangen oder willst du einfach nur lange dran? So, der war getroffen. Aua, aua. Nein, ach jetzt komm. Ah.